Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive und wir müssen schnell Crack-Shooter machen. Ja, ich habe noch keine einzige meiner Amplis benutzt und bin einfach schon 130. Also es ist geil, aber das Ding ist, ich glaube im Nachhinein werde ich trotzdem dann auch, naja, nicht haten, aber sagen, naja, es ist halt, ich sag mal, wenn es ein 10-fach XP-Event wäre, dann wäre es halt ein 10-fach XP-Event. Das Ding ist halt, aber es ist halt, es sollte halt gar kein 10-fach XP-Event sein. Also zumindest nur 10 Minuten pro Stunde. Sicherlich wäre das auch ziemlich krass, weil in 10 Minuten sieht man ja, was man in 10 Minuten schaffen kann. Also ich meine, das wäre genauso heftig. Aber so ist es halt nochmal eine ganze Ecke krasser und von dem her, ja. Es ist auf jeden Fall komisch, weil ich meine, einfach jeder schafft jetzt das, was er sich so für Monate vorgenommen hat, einfach mal in einer halben Stunde so ungefähr. Also, naja, ich habe schon Leute gesehen, die waren gestern Level 110 Master und sind jetzt 155, ne, nicht 155, aber 152 oder so. Also, hast du gestern noch als Noob Masters rumlaufen sehen und jetzt sind sie 20 Level über dir? Also, das ist schon. Ja, muss man sich dran gewöhnen. So, wer sich fragt, was ich jetzt gerade mache, warum stehe ich denn wie so ein Vollbehinderter? Ich muss jetzt erstmal mit Dela zu Watangas gehen, beziehungsweise nach Darkon 3. Damit ich da auch hin kann, weil ohne Gentelepor geht das schlecht. Und ich bin ja. Ich bin jetzt nicht wirklich bereit, dahin zu fliegen, ja, deswegen. Also nicht während dem Event, ja. Nicht wirklich so. Ne, Moment, Watanga. Wartet, da oben? Ja. War trotzdem der nächste Punkt. Genau. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Templar-Quest, weil wir haben die damals im Stream gemacht, dass ich den auf 131 oder 132 oder so gezogen habe. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß noch, dass sie ziemlich schnell ging. Ich glaube, keine Viertelstunde hat sie gedauert. Und ja, war alles in allem, glaube ich, ziemlich langweilig. Naja, gut, okay, was muss man töten? Captain Watanga. Also, ist jetzt nicht gerade eine Quest, wo man sagt, okay. Aber ganz ehrlich, töten wir mal die Teile. Oh, schade, ich dachte schon. Oh, Scheiß, droppt mir mal was hier. The fuck? Also wirkt sich das dreifach. Wow, da muss man sich ja echt überlegen, ob es nicht fast mehr lohnen würde, die Teile hier zu farmen. Holy shit, what the fuck? Weil natürlich, gut, bisher habe ich nur Scheiße gedroppt, aber. Fucke 7. Hold up. Alles klar, ich droppe mal diesen ganzen Level 1er Wagi-Kram. LOL, jetzt weiß ich, woher die alle diese scheiß Fackeln haben. Das. LOL. Das erklärt so einiges. LOL. 7 Tage, fuck, what the fuck? Ich meine, okay, so krass ist das Item jetzt nicht, aber naja, doch, eigentlich schon. Einfach so, what the fuck, ich bin sprachlos. Hat man, glaube ich, gemerkt, ja. So, wenn wir noch keinen Ton, weil ich das Spiel nicht neu gestartet habe, ist ja auch logisch. Warum sollte man das. Ah, fuck, das sind normale. Wo sind die Captains? Wo sind die Captains? Nur noch drei Captains. Alter, ohne Scheiß, ich bin fast geneigt, mir Level 1er Chart zu machen. Weil ich weiß nicht, ob die überhaupt Gold Packages droppen können. Weil es hat noch kein einziges Eins gedroppt. Ja, der Wagi-Kram, der fuckt natürlich schon mega hart ab, Alter. Das ist ja schlimmer als die normalen Mobs töten. Also nicht die normalen Mobs, sondern da gerade leveln. Dann hole ich mir noch schnell eine Fackel ab. Komm, gib mir die Fackel. Schauen wir mal schnell, was hat der alles gedroppt. Inventar ist voll. Alter, das ist halt aber auch, Mann, was droppen die denn auch alles für Scheiße? Das ist eigentlich nicht mehr Scheiße. Ja, doch, das ist alles Scheiße. Da weg. Weg, weg, weg. Junge! Ach, haben die jetzt beide keine Fackel gedroppt, oder was? Willst du mich verarschen? Die haben nur Scheiße gedroppt, okay. Dann egal. Wo müssen wir hin? Crackshooter Master. Dachte ich mir schon fast. Stand nämlich da. Junge, Junge, Junge. Ja, das ist totaler Bullshit, ey. Ja, aber die Arkin Boots, die kann man mal behalten, weil die sind ein paar K beim NPC wert. Hör auf, da hin zu laufen, die Scheiße einzusammeln, du Dreckspet, Alter. Jesus Christ. Warte mal, wo sind denn die? Da drüben. Oh Mann.
Dann geht Dela ab zurück nach Flares. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch so einen zweiten Teil bestand. War die so kurz, dass man Novatangas töten musste? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Wäre ein bisschen zu kurz, vielleicht. So. Quest abgeschlossen. Kennst du Lergantus? Eigentlich müssten wir uns die mal durchlesen, ne? Aber bei dem Event, sorry, Jungs. Wäre auf den Story-Part die meisten Leute einen Fick geben. Was ich so über die Jahre mitbekommen habe. Naja, gut, okay, was heißt Story? Das ist ja nur ein Job-Change, ja. Muss man ja auch einfach mal so dazu sagen. So, er müsste jetzt eigentlich hier irgendwo stehen. Right? Verkaufen wir mal schnell den Bullshit hier. Macht mich gerade voll Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Oh. So. Ne, Moment mal, das ist der Kerl gar nicht. Wait a minute, der da. Und. Oh, Memory Reed. Suche am Höheneingang im Osten des Graslands nach Reed. Im Osten des Kailung-Graslands. Osten ist mal rechts. So wie meine politische Einstellung. Ja, wobei, da müssen wir eh hinfliegen. Dann bringt mir Dela nichts im Gehenhaus. Meinte ich gerade übrigens nicht ernst. So. Ja, Leute, das sieht ja voll geil aus, wenn man unsichtbar anfängt zu fliegen. Ja, Leute, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Oder zumindest noch nie darauf geachtet. Bah. Vor allem ist es voll der Überraschungseffekt. Wenn du so unsichtbar anfängst zu fliegen, dann bist du einfach, kommst du einfach so aus dem Nichts. Ja, kannst du ein paar Leute trollen damit. So, da müssen wir hinfliegen. Da zeigt der Pfeil hin. Oh boy. Ja, aber wie gesagt, ich meine, ja, sowas hat immer Vor- und Nachteile. Warum fliege ich? Hä? Weil die scheiß Maus wieder so dämlich invertiert war, Alter. Das kotzt mich aber auch so an. Doppelklick, Rechtsklick. Leck mich doch. So, was haben wir bekommen? Medicinal Herbs. Na, direkt mal verballern. Brauchen wir nicht. Roll Sushi. Brauchen wir auch nicht. Hey, Moment mal. Achso, das war die Special Food Box, glaube ich. Wollte eigentlich die Special. Warum fliege ich schon wieder in die falsche Richtung? Ach, weil ich den Spasten markiert habe. Jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich bin. Dankeschön. Jetzt habe ich keine Ahnung, in welche Richtung ich fliege. Wahrscheinlich in die falsche. Nee, sogar in die richtige, lol. Also im Osten des Kailun-Graslands. Tja. Das ist jetzt so eine Sache. Achso, Memorial Reed. Ist das ein Quest-Item oder was? Am Höheneingang, da fehlt ein G. Übersetzung angepasst. Der korrigiert lieber mal Rechtschreibfehler. Suche am Höheneingang im Osten des Kailung-Graslands nach Reed. Ihr wollt wahrscheinlich Weed schreiben. Ja, was denn für ein Höheneingang? Das ach bei Behemoths Tempel oder was? Jetzt die einzige Höhle, die ich da sehen würde. Ein Dungeon können sie ja nicht meinen. Also wahrscheinlich meinen sie einen Dungeon, aber es ist der einzige Dungeon, den es gibt. Beziehungsweise Dungeon zu nennen ist wahrscheinlich schon ein bisschen komisch, weil es ist ja so eine Plattform. Also es ist ein Dungeon, aber es ist halt keine Höhle, meine ich. Ich weiß nicht, liegen hier Questies? Ja, tatsächlich. Was sind das die? Memorial Reed, tatsächlich. Ha, ich bin ein Geek. Ich bin ein Genius. Town Blinkwing. Sind das Bambusstöcke oder was? Meruns Vater hat auf dieser Flöte gespielt, als ich noch ein Kind war. Eine Flöte? Naja, gut. Wird wahrscheinlich eine Bambusflöte sein, was? Ich bin ja immer ein Sherlock Holmes hier. So. Dann gesellen wir uns auch bei den Kreis der Crackshot. Wir schauen uns natürlich unsere Jatte an. Hätte ich vorher schon öffnen sollen. Aber egal, jetzt haben wir es offen. Warte, ich schreib's mir auf. 11.742 ATK. Ja gut, eigentlich ist es das Einzige, was uns interessiert, unter P 24.562. Der Rest ist uns egal, weil Attack Speed und Crit bleiben sowieso gleich, weil über 100 geht nicht, also beziehungsweise bringt nichts. Und Death ist uns eigentlich auch scheißegal. Achso, Moment, wir müssen jetzt im anderen Kerl. Whoops. Jetzt habe ich ihn die ganze Zeit markiert und jetzt wusste ich nicht mehr, dass wir zu dem müssen. Fierce Batman. Das ist halt so, wenn du nur so ein Lergantus bist. Alter Lergantus. Das ist wie eine Beleidigung. Du Lergantus. Zack. Zu wem müssen wir die Flöte bringen? Zu Crackshooter Meister. Wer hätte das erwartet? Eine unerwartete Wendung in dieser abwechslungsreichen Abschlussquest. So. Oh, war es noch nicht?
Echt, die besteht aus mehr als 4 Teilen? Aussicht, ich wusste, dass die ein bisschen länger war. Treffe Hund ran. Zum Geil ist jetzt der Kerl, Alter. Also musst du in der ganzen scheiß Stadt so ein Botenjunge spielen. Wenn die NPCs wenigstens in anderen Städten wären, würde es halt auch irgendwie Sinn ergeben. Router, wir müssen zu Hund ran. Ah, der Kerl. Flöte zum Grab ihres Vaters. Oh, die benötigten Skillpunkte. Oh shit. Shit's about to get real. Oh shit. Das hört sich doch verdächtig nach Crackshooter an. So, nochmal kurz korrigieren, ob unsere Werte auch noch richtig sind, ja. Aber wir waren ja eh nicht mehr gebufft. Okay, unsere ATK hat sich nicht verändert und unsere HP auch nicht. Und unser Crit nicht und unsere Def nicht. Ja toll, was bringt uns das jetzt? So eine verfickte Scheiße, alle. Du musst unbedingt Crackshooter machen, da wird man so viel stärker. Was ein Scheiß. Das ist einfach dieses klassische in Flife. Die Leute labern halt einfach durchgehend Scheiße. Es ist halt einfach so, sorry, aber die Leute erzählen dir einfach immer irgendeinen Scheiß und wenn du es denen nicht glaubst, bist du ein Arschloch und wenn du es denen glaubst, bist du naiv ebenfalls, Binse. Wie man es macht, ist falsch. Wir haben nichts. Wir sind in keinem Punkt besser geworden. Das Einzige, was vielleicht höher ist, ist unsere Range, aber fügt Flächenschaden zu, erhöht die Angriffskraft für 5 Minuten. Oh, okay, das hört sich doch mal nice an. Erhöht die Treffsicherheit für 5 Minuten, erhöht die Reichweite deines Bogens. Das hört sich doch auch interessant an. Ja, scheiß drauf, wir maxen es einfach alles. Wofür braucht man Skillpunkte, aber... Erhöht die Angriffskraft für 5 Minuten, wie lange hält es? Achso, Schwachkopf. Was? Oh, okay. 450? Jesus Maria. Angriffsentfernung plus 30? Ich glaube, unser Hero Skill bringt auch 30. Wenn ich alles täuscht. Ja. Wow. Lol. Dann haben wir jetzt 60 zusätzliche Angriffsentfernung. 60%. Weil die Frage ist ja, von was den Prozenten skaliert. Ob von dem Grundwert. Und wir haben sowieso schon 100% mehr als der Grundwert. Also der Grundwert halt quasi von jetzt BP Blade, dass du halt quasi direkt davor stehst. Oder der Grundwert halt, wie ich es gerade gesagt habe. Alter, ich habe so viel Scheiße, man ist... Ah, ich hasse es. Ich bin halt auf so ein Event überhaupt nicht vorbereitet, man. Weil ich bin nicht ausgemistet. Delas komplettes Inventar ist zugemüllt mit Scheiße. Ich kann ihm nicht mal die scheiß 7% Karten geben. Obwohl er sie schon im Inventar hat, aber sein Inventar ist einfach voll. Und seine... Ja, es... Ja... Es ist einfach krass. Und ich konnte jetzt wegen der Aufnahme keine weitere Ex öffnen, weil ich nicht aufnehmen kann. Alter, bei Dela fuckt es gerade übelst rum. Holy shit. Holy shit. Er droppt eine Patient plus 18. Feels best, man. Also im Gegenchat. Naja, sollte ich eigentlich nicht lachen, sonst passiert Karma. Toll, jetzt habe ich schon gelacht. Na, toll, danke schön. Jetzt kann ich auch weiterlachen. Oh Mann. Das ist echt mies. Aber naja, gut, man muss dazu sagen, Patience plus 18, die droppt mal ohne dreifach XP-Event. Zwar auch nicht so oft, aber wenn man plus 18 droppt, dann ist es immer eine Patience oder immer eine Mental, wenn man mal ein bisschen lucky ist. Sag ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, doch, ein bisschen Platz hat er schon. Ja, Dela werden wir natürlich auf Hero ziehen. Vielleicht sogar auch Seraph, wer weiß. Das einzige Problem ist, was ich tatsächlich habe, ich kann, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen eigentlich, ich kann Dela tatsächlich eigentlich, also ich kann tatsächlich nicht dieses Kreuz reinballern. Die Amplis, weil sonst level ich Dela da vorne und ich will den dann weiter mitleveln. Das heißt, entweder ich gebe dem jetzt einfach mal 5 Stück, mache eine Stunde mit ihm, dann kriegt er, ja, ist auf jeden Fall Hero, dann mache ich schon eine Hero-Quest, dauert eh nicht lang. Ja, stimmt, dann mache ich das einfach so. Stimmt, auf die Idee hätte ich schon mal herkommen können. Ja, ja, doch. Macht durchaus Sinn. Na egal, dann haben wir heute mal eine kürzere Folge. Sorry, aber ich kann gerade nichts mehr machen. Also ich könnte jetzt leveln gehen, aber es ist einfach sinnlos, weil ich bin einfach so zugemüllt. Ich muss jetzt unbedingt Delas Inventar lernen und dafür brauche ich eine neue Exe, beziehungsweise muss hier umloggen, aber ich will nicht umloggen wegen Party Lead und so. Ich habe zwar gerade keine Skills an, aber ich level jetzt auch schon seit einer Viertelstunde nicht mehr. Könnt mich eh nicht im Messenger adden. Er ist mal wieder voll... Es ist einfach heftig. Ich zocke jetzt hier seit 1,5 Stunden angespannt, Mann, mit Adrenalin im Blut, ohne
Ende. Es ist einfach nur heftig, ey. Es ist einfach nur heftig. Krankes Event, krankes Event. Auf jeden Fall, danke trotzdem fürs Einschalten. Das ist ja trotzdem eine 15-Minuten-Folge. Es ist ja nicht so, dass ich heute wie euch mir mit einer 3-Minuten-Folge oder so abspeise. Es sind ja trotzdem die klassischen 15 Minuten plus. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.